Carsten, du bist der Vorsitzende der Free Software Foundation in Europa. Richtig, ich bin der Vorsitzende, der Präsident der Free Software Foundation Europe. Ich freue mich sehr, heute mit euch zu reden. Was macht die FSFE? Wir erklären den Leuten freie Software und warum freie Software wichtig ist. Im Wesentlichen passiert das beruht unsere Arbeit auf drei Säulen. Das eine ist einfach Public Awareness. Wir ziehen durch die Gegend, halten Vorträge für jeden, der was zu freier Software hören möchte oder soll. Ob es jetzt Schüler, Studenten sind, Unternehmen, Banken, Anwälte. Mein Kollege hat neulich einen Vortrag bei der Polizei gehalten. Also es kommt wirklich alles vor. Und die zweite Säule ist politische Arbeit. Wir arbeiten daran, Gesetze, Regeln zu schaffen für eine freie Informationsgesellschaft. Das heißt, keine Softwarepatente, das heißt, eine vernünftige Reform des Urheberrechts, das heißt, Wettbewerb, der tatsächlich funktioniert im Softwaremarkt und viele andere Dinge. Und die dritte Säule unserer Arbeit sind rechtliche Aspekte. Wir helfen freie Softwareprojekten, die richtige Lizenz zu finden oder mit Lizenzfragen generell. Wir erklären Unternehmen, wie sie sich auf der rechtlichen Seite in freie Software einbringen können. Und wir betreiben auch das weltgrößte Netzwerk an Rechtsexperten für freie Software. Wenn ich das recht verstehe, die FSFE wird getragen von sowohl Freiwilligen als auch Mitarbeitern und Praktikanten. Wie treibt die FSFE Mittel auf dafür? Genau, also bei der FSFE haben wir im Moment 7 Angestellte, 4 in Vollzeit, so wie mich, und 3 in Teilzeit. Zusätzlich noch 3 Praktikanten und mehrere 100 Freiwillige. Das alles finanziert sich über Spenden ausschließlich. Die Spenden kommen zu einem Drittel etwa von unseren Fellows, also unseren Fördermitgliedern, die ja, uns eine sehr breite und solide Basis geben, auf der wir unsere Arbeit machen können. Und wer uns unterstützen will, kann auch gerne Fellow werden. Das zweite Drittel kommt von, grob gesagt, kommt von kleinen Unternehmen in Deutschland und ganz Europa, die mit freier Software ihr Geld verdienen und denen es wichtig ist, dass freie Software gut funktioniert und dass sie die richtige Umgebung haben, in der sie gedeihen und wachsen können. Und das dritte Drittel kommt von größeren Unternehmen. Das ist dann meistens Sponsoring für spezifische Projekte. Okay. Noch eine Frage an dich persönlich. Wie bist du zur FSFE gekommen eigentlich? Oder wie ist deine Geschichte da dahinter? Ich habe mich noch während des Studiums, Anfang der 2000er, interessiert für Urheberrechtsreform, Informationsgesellschaft. Die Themen waren damals noch relativ neu. Und dann ergab es sich, dass mein Vorgänger als Präsident, der Georg Rewe, einen Vortrag in meiner Universität hielt. Ich war gerade auf der Suche nach einem Praktikum zum Ende des Studiums, habe gedacht, das ist es. Habe mich dort eingebracht, habe ein paar Monate Praktikum gemacht, habe auch die politische Arbeit dort angefangen. War dann einige Jahre nach meinem Uni-Abschluss woanders angestellt, habe als Freiwilliger weiter bei der FSFE mitgearbeitet. Und 2009 bin ich dann dort Präsident geworden. Fellow werden könnt ihr auch. Schaut auf die Webseite, wie ihr euch einbringen könnt. Sagt nochmal die Webseite an. Das ist fsfe.org, Friedrich Siegfried Friedrich Emil, Free Software Foundation Europe. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen könnt, denn das erlaubt uns, bei unserer Arbeit unabhängig zu bleiben und langfristig zu denken, nicht nur über die nächsten Monate und Jahre, sondern auch für die nächsten Jahrzehnte, um eure Freiheit zu sichern. Dankeschön. Danke dir. Today we'd like to interview the Carbot Project on Linux Tech, and I'm talking with Ron Minnick, who is the founder of the Carbot Project. Hello, Ron. Hello, it's good to talk to you. So, can you explain what is the Carbot Project about? So, the Carbot Project began as an attempt to replace the very slow BIOSes that we had on a cluster at Los Alamos National Labs. We wanted to be able to boot the cluster in just seconds instead of 10 minutes. And at the time, the hardware had gotten to the point that the I/O devices could be configured by just reading registers on the buses instead of setting DIP switches as on the older PCs. So we felt that the time had come to replace the proprietary 20-year-old BIOS at that point with a more modern BIOS written in C that would be completely open source. So actually, when we began the project, we thought the idea was so obviously a good idea that all the vendors would join us in the effort within a year. It took actually 14 years, so it was a little harder than we thought for some vendors.
Okay. Do you think, did you reach your goal? Yeah, we at Los Alamos, we reached the goal very early. So we built a 1,000-node cluster at Los Alamos that each node would boot in about 3 to 7 seconds. And in a sense, with Google, we reached the goal with Chromebooks, because Google is shipping a lot of Chromebooks now, and Core Boot is the only BIOS offered on Chromebooks. So you said that Core Boot is something that affects the daily user on the Chromebook, who, because the Chromebook boots from Core Boot. Yeah. Do you think Core Boot will ever reach the standard personal computer for the average user? Assuming the standard personal computer is still around in a few years. I mean, Core Boot can boot Windows if that's required, and it really is just a question of whether the vendors decide that they would rather run Core Boot, an open source thing they control, instead of binary BIOSes they don't control. So, do you think that running Core Boot will give the user of the system more freedom to choose what software is running on the system and to understand bigger parts of the system and to be able to run the system on free software only? I think especially for people who want to understand their system, Core Boot is essential, because you can't really understand the system unless you understand the very first pieces of software that run on that system, and that's the BIOS. The other interesting thing I've learned in the last 4 years, the hardware has gotten extremely complex in areas that Linux doesn't ever touch. So if you really want to know what's going on, you really have no choice but to dive into something like Core Boot and see how it manages the hardware and what has to be done. And do you think that the approach Core Boot takes is very different from the approach normal BIOSes take? What is the difference between Core Boot and a BIOS? One of the things Core Boot does that's very different is we try and do as little work as possible. So in the early days, our slogan was "Let Linux do it." So we really do the bare minimum amount of work that will let us get the next stage, and the next stage might be grub, and the next stage might be a Linux kernel, and the next stage might be one of a dozen other things we've done. But Core Boot itself, the goal is to do an absolute minimum amount of work, and then just let's get something else to really take the platform further along in the boot process. That's very different from BIOSes today. Some of the BIOSes we've seen actually have a web browser embedded, so they can add value, quote unquote, or they're extremely complex, which means, given all that complexity, they can be very buggy, as we saw recently with some Samsung devices where it was demonstrated that booting Linux on the device could result in a brick device. So we avoid all that complexity, and we avoid, consequently, all those bugs. So can you give us some performance figures that show the difference in performance between an average BIOS and the performance Core Boot provides? So Core Boot, we've shown that we can boot the laptop I'm holding now with some experimental work we did in about 3.7 seconds. And that's from power on to having X running, including running Chrome browser and having a login screen. 3.7 seconds. We haven't seen any proprietary BIOS that can come within a factor of 5 of that performance. So Core Boot itself is done configuring that platform in about 600 milliseconds and is actually booting Linux at that point. The other platforms that we've seen don't come within a factor of 10 of that. So Core Boot has always been at minimum 10 and sometimes 100 times faster for the last 14 years than any other competing BIOS we've tried. And that trend continues. We also have added some recent interesting work in Core Boot so that it has multi-threading. And we expect to basically drop the time it takes to boot by about another 300 milliseconds. Wow, this sounds really awesome. So I've heard that one of the big problems of Core Boot is that there are not many mainboards that are supported by Core Boot, because each mainboard has different techniques to initialize it, and each vendor does something different. What do you think, how many years will it take, and what does it take to be able to run Core Boot on whatever mainboard you can buy at a hardware store? So we've learned, we've done a lot of different approaches over 14 years to getting vendors engaged. One of the things we've learned is what doesn't work is to buy a mainboard and do a port, because at that point you've sort of lost the game. The mainboard's been produced and the BIOS has been written and they're not concerned with Core Boot. The thing that works, and this is demonstrated, is for a company like Google to make Core Boot be the
the only really shipping firmware on that board, or at least the primary shipping firmware. So the thing that really kind of has brought Core Boot into the mainstream in a big way is the Google Chromebook effort. Okay. Can you give a recommendation to me if I want to buy a mainboard that can run a stock 8386 processor, 8386 compatible processor? Can you suggest me a mainboard that runs Core Boot so I can try this at home? Yeah, there are a couple of options you have. The one I've been recommending a lot to people, if I can hold this up, this is an Acer Chromebook. This thing is $200. It comes with a 320 gigabyte hard drive. The Core Boot sources are online and you can build and install Core Boot on it. I took this one and installed 16 gigabytes of RAM for $25. So for $225 US, you can build a very, very powerful Sandy Bridge based system, and then you can burn your own Core Boot for it and run it. If you have a need to have a desktop machine, I think the Samsung Chromebox is a very nice alternative. It's about $350. It's a nice unit. It drives two display ports if you want to use the display port device. And again, you can just set the Chromebox up to to install Core Boot and run it. There are actually a number of other mainboards supported, but my feeling is, based on the work I've done over the last long time with this thing, is that the best starting point is to buy a system from a vendor that is supported with Core Boot as sort of a natural part of the system. As the mostly desirable situation is, it's the only firmware you can get, and that's why I like the Chromebooks and Chromebox so much. In fact, the reason I went to Google is because of this effort, because I wanted to help with the work that was being done to bring Core Boot into the mainstream. Okay, thank you for this interview. Okay, thank you. Ja, wir sind hier bei der Telekom am Stand auf dem Linux-Tag und ich habe hier Christoph und die Antje. Und warum seid ihr hier? Naja, wir sind natürlich großer Nutzer von Open-Source-Software, aber natürlich auch Beitraggeber zu Open-Source-Software. Zum Beispiel entwickeln wir zurzeit an OpenStack und nutzen das unter anderem auch als Basis für unsere Telekom-Cloud. Das hört sich ja spannend an mit OpenStack. Da müssen wir dann wahrscheinlich auch mal vorbeikommen. Was macht die Telekom noch im Open-Source-Bereich? Bist du Erde? Naja, wir sind, wie gesagt, sehr großer Nutzer von Open-Source-Software. Jetzt angefangen von Linux als Betriebssystem über beispielsweise unsere Main-Infrastruktur, die auf Open-Source basiert, bis hin eben zu Cloud-Technologien, wo wir jetzt nicht nur OpenStack einsetzen, sondern zum Beispiel auch Ceph als verteiltes Dateisystem und als verteilten Object-Store. Das sind so die Themen, die uns da beschäftigen zurzeit. Ist das dann eher so für die Endkunden oder Businesskunden oder für wen ist das genau? Oder gibt es da verschiedene Produkte? Also bei uns sieht es so aus, dass wir mit unserer Business Unit an zwei Bereichen arbeiten. Zum einen an einem Endkundenprodukt, das ist das Mediencenter, in dem auch viel Open-Source-Technologie benutzt wird im Backend. Und der Hauptaspekt, den wir gerade entwickeln, das ist das sogenannte Business Marketplace als Angebot, das sich an den Mittelstand richtet. Und da ist die Infrastruktur unten drunter natürlich auch ein OpenStack. Neben der Cloud gibt es ja noch ein paar andere Dinge, die so auf dem Linux-Tag wichtig sind. Was macht die Telekom noch hier am Linux-Tag? Ja, wir sind natürlich auch vor allem hier, weil wir interessante Leute suchen für unser Cloud-Projekt. Das heißt, im Moment haben wir verschiedene Teams, die wir gerade aufbauen im Cloud-Bereich. Das heißt vor allem Leute, die Cloud entwickeln, Leute, die die Cloud auch betreiben. Wir suchen Tester, Testingenieure. All solche Leute sind für uns sehr spannend und da hoffen wir natürlich, mit den richtigen Leuten ins Gespräch zu kommen. Wie viel Open Source werden denn die potenziellen neuen Mitarbeiter denn einsetzen dürfen? Nicht nur einsetzen dürfen, sie werden es selbst entwickeln und selbst an Open-Source-Projekten teilnehmen. Also unser Anspruch ist da durchaus, upstream uns in den Projekten zu engagieren, einen Beitrag zurückzugeben und nicht nur Nutzer von Open-Source zu sein. Heißt das dann quasi einen Linux-Desktop zum Entwickeln auf Arbeit? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Cool. Also ich bin beeindruckt. Freue mich mehr von der Telekom zu hören, auf jeden Fall. Und ja, viel Spaß noch auf Linux-Tag und ich hoffe, ihr findet noch ein paar neue Mitarbeiter. Vielen Dank.